viel Spaß. You have been here on stage before. Also ich werde mal Martin vorstellen. Er war schon mal hier. Er hat schon mit der Wii rumgespielt. Er hat schon die PlayStation 3 gehackt. Und er hat schon... Und dann... Er hat gerade noch gesagt, dass man unsere Übersetzung auf 108.0.1.1 bekommt. Ja. Und letztes Jahr hat er eben die PlayStation vorgehackt und jetzt wird er darüber wieder reden. So. Er hat noch seinen Computer noch nicht angemacht, weil... So my computer is a little bit special. It runs a lot of open source software. Sein Computer ist ein bisschen speziell. Es hat viel Open Software drauf. Sein Computer hat einen FreeBSD Operating System. Also sein Computer ist die PlayStation 4, die er gehackt hat. Even has things like OpenSSL in there and Nginx. Also es hat auch OpenSSL da drin und Nginx und Cairo. WebKit. It runs a lot of interesting open source software. But we da laufen sehr viele interessante Open Source Software Programme drauf. Aber wir können ihm sogar noch interessantere Sachen laufen lassen und darüber eine Präsentation halten. Also geben wir mal eine Präsentation von der PlayStation 4. It's a good start, black screen, you know? Das ist ein guter Start, schwarzer Bildschirm. To disk and file system shutting down. Vielleicht. There we go. Ah, also jetzt ist gerade das ganze File-System fährt herunter und jetzt lädt. And yes, I run Gentoo Linux. Und ja, ich benutze Gentoo Linux. This is the does Wi-Fi work moment. Ja, das ist jetzt der funktioniert das WLAN-Moment. NTP, yeah, no, NTP ja, failed. Funktioniert. Well, annoying, but it's okay, nein, TP hat nicht funktioniert. Das ist nervig, aber nicht das Schlimmste, was passieren kann. Hello. Yeah, it takes a bit to boot. It doesn't run systemd, you know, so. Es dauert eine Weile, bis es bootet. Es benutzt nicht systemd. There we go. Ist ein bisschen langsamer. Und here we go. Da sind wir. This is the does my controller work moment? Und jetzt Bluetooth and the, funktioniert der Controller? Okay. Bluetooth, ja, funktioniert. Alright. Okay, wunderbar. So, let's get started. Also fangen wir an. So, this is console hacking. Also das hier ist Console Hacking 2016, PlayStation 4 PC Master Race. Und er entschuldigt sich für den schlimmen Nazi-Joke in der Überschrift. Ist die PlayStation 4 jetzt ein PC? Ist es nicht ein PC? Aber bevor wir anfangen, er würde gerne diesen Talk seinen guten Freund widmen. Er ist leider gestorben. Er heißt Ben. Er war ein Superhacker. Er kam zu vielen Kongressen. Er war einer der nettesten Leute, den er je getroffen hat. Und wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre der Speaker nicht hier. Danke. Also, legen wir los. Die PlayStation 4. Ist es ein PC, ist es nicht ein PC? Also, es ist ein bisschen anders als vorherige Konsolen. Es hat x86, es hat FreeBSD, es hat WebKit, es hat keinen Hypervisor, unglücklicherweise. Die PlayStation 3 hat einen Hypervisor, aber es war unnütz. Also, ja. Es ist anders als die PS3, aber es ist nicht anders. Es hat einen, es hat einen sicheren Prozessor, aber das kannst du einfach ignorieren, also ist nicht so wichtig. Wie macht man eine PlayStation 4 fertig? Du lässt ein Web gelaufen und du lässt ein FreeBSD laufen und dann bist du fertig. Also das ist langweilig. Wieso sollten wir WebKit und FreeBSD Exploits reden? Also dieser Talk, ich werde über etwas ein bisschen anderes reden. Da gibt es noch einen dritten Schritt und das wissen wir nicht, was es ist. Und dann gibt es einen vierten Schritt und dann wird es wunderbar. Also bevor man einen Exploit benutzt, muss man wenn man einen Exploit benutzen will, aber man keinen Zugriff zu den Binaries hat, dann ist es ein bisschen annoying. Also fangen wir an mit also wir machen das auf die lustige Art und Weise. Lange, lange Zeit her in einem Hackerspace ist Folgendes passiert. Also es gab eine Eolia Southbridge, das ist ein Codename übrigens. Und dann gibt es die Liverpool APU, das ist der Hauptprozessor.
und der wird von AMD gebaut, der hat ein bisschen RAM und die South Bridge verbindet sich zu ein paar Dingen wie der Bluetooth und so weiter. Und die interne Festplatte ist tatsächlich USB, also SATA nach USB nach SATA, also obwohl es einen SATA-Anschluss hat. Warum? Okay, also wie greifen wir dieses Ding hier an? Was ist gerade passiert? Oh, ich habe scheinbar einen Bildschirmschoner, das ist ja auch super. Ich dachte, das hätte ich ausgeschaltet. Na gut, dann lass mal eben X-Screensaver killen. Irgendwas musste ja schief gehen, irgendwas geht immer schief. Ich kann natürlich mich per SSH in meine PS4 verbinden. Na gut, also ich wollte das eben nur gerade reparieren. Okay, also, welche dieser Interfaces greifen wir jetzt an? USB, SATA, das ist... Also das sind alles CPU-kontrollierte Interfaces. Die Geräte können nicht wirklich irgendwas tun. Also man kann nicht direkt in Speicher schreiben. Man kann USB angreifen, wenn man den USB-Treiber angreift, aber dann haben wir wieder das Problem, dass wir den Code nicht haben. Also okay. Also der I wäre super, aber das ist ein sehr schneller Bus. Das ist zwar sehr angreifbar wahrscheinlich, also geht mal davon aus, dass wir DDR5 auch noch exploiten. Das werden wir sicher machen. Aber es gibt auch was, das heißt PCI Express. Und das ist tatsächlich ganz interessant, denn das ist super lustig fürs Hacken, weil es ist, geht zwar... Also es geht um einen Bus, das heißt, man kann direkt auf Speicher zugreifen. Es ist robust. Man denkt irgendwie, das hat irgendwie das Voodoo um die schnelle Geschwindigkeit und man braucht da keine besonders großartige Konfiguration. Man kann das kurz schließen und dann funktioniert das irgendwie. Es ist, hat kein Problem mit Verzögerungen, also man kann sich Zeit lassen. Keiner schreibt Treiber für PCI Express unter der Annahme, dass das Gerät bösartig ist. Das sollten alle machen, aber das macht niemand in Wirklichkeit. Also was machen wir? Wir haben den PCI-Link und jetzt schneiden wir das durch und schieben hier ein Gerät dazwischen. Das heißt, die Southbridge ist jetzt eine Karte für uns. Und das verbindet jetzt sich zu einem FPGA-Board. Das heißt, das kann so tun, als wäre es ein PCI-Express-Gerät. Und wir benutzen PCI-Express einfach nur mit Geschwindigkeit mal 1, weil es leichter ist. Aber das kann man einfach aushandeln. Also wer von euch hat schon mal Hardware-Hacking gemacht? Hebt mal die Hände. Ich denke, das ist vielleicht ein Drittel oder fast die Hälfte. Also, wenn man mit der Hardware redet und dann da fängt eine LED an zu blinken, was ist das erste Ding, über welches Gerät man reden kann? Naja, über eine serielle Schnittstelle. Man benutzt eine serielle Schnittstelle. Das heißt, man kann PCI-Express einfach seriell ansprechen. Das ist dann super, super langsam. 0,0002. Und jetzt gehen wir auf eine höhere Geschwindigkeit. Also wir kriegen in die andere Richtung Gigabit Ethernet. Das ist dann 0,5-fach PCI-Express. Aber es funktioniert. Das ist total lustig, aber es funktioniert wirklich. Also man kann das sogar noch ASCII encoden und dann hat man natürlich nur noch die halbe Bandbreite. Aber man kann PCI-Express, also es ist ein verlässliches Packet-Switch-Netzwerk, also ein paketgeswitchtes Netzwerk. Man kann darüber Speicher lesen, Interfaces lesen und schreiben, Konfigurationen lesen und schreiben. Man kann sagen, hier, ich schreibe jetzt, also teile mir mal was mit, indem du auf eine Adresse im Speicher schreibst. Das hat alte Interrupts, die man benutzen kann und man kann das alles über PCI-Express tunneln. Man kann Completions benutzen, das ist so eine Art Antworten. Also man kriegt dann den Wert, den man lesen wollte, kriegt man zurück über einen Speicherzugriff. So, und jetzt hat direkten Speicherzugriff. Das heißt, wir können einfach den gesamten Speicher auslesen. Naja, aber leider funktioniert das nicht, denn das hat eine IOMMU. Das heißt, der merkt sich, welcher Speicherbereich deinem Gerät zugehört. Das heißt, es muss dazu zu dem Gerät gehören. Aber bloß weil das ein IOMMU besitzt, heißt das nicht, dass Sony das auch korrekt benutzt. Und hier ist so eine Implementierung und man kann hier einfach sagen, hier, gib mir mal diesen Buffer mit dieser Länge. Sieht jemand den Fehler?
Naja, also er mappt das raus und dann schickt das zurück. Aber mappen bedeutet halt immer in Pages, das heißt, man kriegt einfach ein Stück vom Stack mit zurück und das bedeutet, man kriegt den Stack, kriegt dann also den Stack übernehmen und dann daraus kriegt man Codeausführung und das kann man dann benutzen, um den Kernel zu dumpen und neu zu flashen. Also, wir wollen jetzt aber einen ordentlichen Exploit machen. Also wie gesagt, also man kann WebKit, FreeBSD, wie auch immer. Also wie geht's weiter? Wir wollen am Ende Linux ausführen, klar. Aber wie kommt man jetzt von FreeBSD zu Linux? Und es ist nicht trivial. Wir benutzen was, das heißt PS4KXX. Also, ganz einfach, du willst Linux ausführen, also spring halt einfach zu Linux. Naja, aber wir müssen eine ganze Menge Parameter aufsetzen, FreeBSD runterfahren, Page-Tables aufsetzen und so weiter. Ihr könnt euch den Code anschauen, ich werde euch damit nicht langweilen. Aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die man da machen muss. Und jetzt behaupten wir einfach mal, wir machen das. Ja, also ihr könnt das. Ihr habt das alles aufgeräumt und startet, springt zu Linux. Okay, und jetzt ist alles super, oder? Nein. Also es wird wahrscheinlich laufen, eine Weile zumindest, und dann hört es auf und es gibt kein serielles Interface, keine Videoausgabe und so weiter. Und da müssen wir jetzt leider über Hardware sprechen. Was ist x86? x86 ist so eine mittelmäßig gute Anweisungsarchitektur von Intel und die PS4 ist definitiv x86. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, was ist ein PC? Ein PC ist eine schreckliche, schreckliche Sache, die auf Bergen und Bergen von uraltem Zeug, das in den 80ern erfunden wurde. Und in dem Sinne ist die PS4 eben kein PC. Also es könnte einer sein, aber ist es nicht. Also was ist ein PC, ein alter PC? Das ist ein 8059 Interrupt Controller, hat UART, hat PS2 Tastaturcontroller, hat eine Echtzeit-Uhr Chip und einen ISA-Bus, also selbst wenn ihr denkt, ISA, das hat mein Rechner natürlich noch nicht mehr, aber tatsächlich hat er das intern immer noch. Und die PS4 hat das alles nicht. Also, was machen wir? Und jetzt gucken wir uns kurz an, wie ein PC arbeitet und wie eine PS4 arbeitet. Also, hier in der Mitte, da haben wir dann irgendwie eine AMD-CPU oder eine Intel Core-CPU. Und DDR3 RAM and a bunch of peripherals and SATA, whatever. Da gibt es RAM. Ja, also es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie das Schema von vorhin. Also man könnte es irgendwie in Verbindung bringen. Was ist jetzt also so schwierig da dran? Und ich habe es vorhin schon gesagt, naja, also Southbridge, das PC hat eine Southbridge, richtig? Ja, nein? Und AMD implementiert den alten Intel-Standard von 1981 und Marvel Aiola implementiert den alten Intel von 2002. Was bedeutet das jetzt? Das ist also in Wirklichkeit keine Southbridge, das ist ein Marvel Armada System on a Chip. Das heißt, es war nie wirklich eine Southbridge, es ist eine System on a Chip CPU, die komplett eigenständig ist. Die hat ein paar Geräte, die sie ansprechen kann. Und auf der einen Seite tut es eben so und sagt dem der CPU hier, du kannst jetzt alle meine Chips benutzen. Das heißt, es hat auch seinen eigenen RAM und so weiter. Und warum? Naja, denn das führt tatsächlich auch FreeBSD aus. Und so funktioniert es, dass die auch sagen, hier, ihr könnt Updates im Hintergrund runterladen, denn es gibt ein zusätzliches Betriebssystem, das dann die Updates im Hintergrund runterlädt und so weiter. Das klingt ganz cool, aber es ist tatsächlich alles ganz schrecklich. Also, so sieht eine PCI-Busnummer aus. Es hat eine Busnummer, 8 Bits, eine Gerätenummer, 5 Bits und eine Funktionsnummer, 3 Bits. Das habt ihr, wenn ihr LSPCI mal ausgeführt habt, sicher alles schon mal gesehen. So sieht also eine normale Southbridge aus, hat ein ISA-Bridge, PCI-Bridge und so weiter. Und eine Southbridge besteht also aus möglicherweise verschiedenen Geräten. So, wir haben nur 3 Bits für die Funktionsnummer, also kann es nur 8 Funktionen in einem Gerät geben. Was machen wir also? Wir nehmen also verschiedene Geräte und dann kann man da eben direkt mit allen reden. Und wenn man jetzt LSPCI auf dem Marvel Aiola ausführt, dann sieht es irgendwie so aus. Und das funktioniert so, wenn das Skin
normalerweise, wenn das PCI-Query meinem, meiner Device-Nummer entspricht, dann antworte und sonst nicht. Und die Idee ist einfach, na, ich antworte jetzt auf jeden einzelnen Query. Und hat dann zusätzlich noch 8 Funktionen, also ACPI und so weiter. Und 8 Funktionen sind aber leider nicht für alle genug. Und die PCI Express Glue, Funktion Nummer 4, die hat dann ganz viele unterschiedliche Unterfunktionen, die alle in einem PCI-Device erbracht werden. Und Linux hat eine minimale Anforderungen an die Hardware. Also es braucht Timer, es braucht Interrupts und es braucht eine Art Konsole. Und PS4 hat all das nicht. Also insbesondere keine PID, keine PIC und keine normale serielle Konsole. Und jetzt wollen wir den D-Message ausführen, also den Kernel Ring Buffer auslesen. Und es gibt eine Möglichkeit, Linux zu sagen, benutz mal den UART 8250 als Ausgabe und schreib das da rein. Und das funktioniert erstmal nicht. Dafür muss man dann die Clock nochmal ändern, also 3200 heißt dann, benutze den Geschwindigkeit 115.200. Okay, timer. Und jetzt brauchen wir noch einen Timer, sonst funktioniert gar nichts. Und dafür unterstützt Linux den TSC, der ist eingebaut, der ist total großartig. Und Linux versucht den aber zu kalibrieren gegen den Legacy-Timer, den hat aber die PS4 nicht, also es funktioniert nicht. Und das bedeutet also nochmal, die PS4 ist wirklich kein PC. Und man benutzt also den Bootloader und sagt, hier, das ist also kein PC, das ist eine PS4. Ich mache also die Kalibrierung mit einem speziellen Code, der gegen diesen PS4-Timer kalibriert. Und jetzt ist es also ganz offiziell auch kein PC mehr. Und jetzt müssen wir nochmal über ACPI reden. Und ihr kennt das wahrscheinlich, weil es bösartig und schlecht ist. Und das hat auch mit Microsoft zu tun. Und klar, es geht auch darum, irgendwie, wie man das System in Standby schickt und in Schlafmodus. Aber es geht nicht nur um Stromzustände, sondern es macht auch sehr viel mehr. Und wir müssen das alles reparieren für PS4 KXX. Okay, jetzt haben wir also Timer, jetzt haben wir ein serielles Interface. Und jetzt möchte ich dem Gerät sagen noch, also ich brauche jetzt noch Interrupts. Und jetzt ist die Idee, dass der CPU-Interrupt-Controller einen bestimmten Schreibzugriff sieht und darauf dann sofort reagiert und dann direkt den Interrupt auslöst. Und wie das funktioniert ist, naja, dieses Gerät reagiert, sagt dann direkt der CPU, du musst jetzt diesen Interrupt auslösen. Und der Iola, der ignoriert diese Standardregister und hat stattdessen einen eigenen MSI-Controller, der in dieser Funktion 4, die wir vorher schon hatten, dieses Glue-Device, und jede Funktion kriegt eine gemeinsame Funktion. Und über verschiedene 5-Bits wird dann noch zusätzlich noch eine Subfunktion aufgerufen. Das bedeutet, dieses Device löst einen Interrupt aus und das löst dann einem anderen Device einen Interrupt aus und das löst dann den eigentlichen Interrupt in dem letzten Device aus. So, und was bedeutet das jetzt? Jetzt haben wir auch noch abhängige Geräte und Interrupts sind auch noch nicht einfach aufsteigend nummeriert, also viel wird auch einfach nicht funktionieren und das ist super anstrengend dafür zu entwickeln. Und es gibt jetzt noch einen zentralen Treiber, der dieses IRQ-Interface implementiert und wir müssen einige Treiber patchen, um diese Interrupts zu benutzen und andere, die leider wegen diesen oberen Bits, die wir gerade hatten, sind die alle irgendwie in einer Funktion und wir können das Gott sei Dank reparieren über die IMMU, aber also das ist super, weil dann die Funktionen einfach aufsteigend nummeriert sind. Aber wir müssen dafür das ACPI-Tabelle für die IOMMU reparieren. Das funktioniert, aber dann können wir die einzelnen Funktionen ansprechen. Also schauen wir die Checkliste, wir haben jetzt Interrupts, Timers und wir haben serielle Schnittstellen und wir haben User Space, aber wir haben immer noch keine Console and you try writing commands and sometimes it hangs.
Manchmal hängt sich die Konsole dann aus. Okay, so was, geht, was ist hier los? Also es stellt sich heraus, dass FreeBSD, wir müssen das auch aufräumen. This took ages to find. It's like, why, like, okay, diese fixes Serie, das hat jetzt ewig gedauert, um das zu finden. I ended up dumping register sets and I saw ich muss die ganze Zeit Register dumpen und dann schauen, was es ist. Da jetzt FFFF, da jetzt nicht FFFF. Was ist da los? Und dann muss ich durch diesen Stack backtracken, bis ich das gefunden habe. Das war sehr, sehr nervig. So, also wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben diese Plattform, auf die wir Linux run können. Wir haben das USB XEGI, was drei Controller in einer Funktion sind. Wir haben SDHCI. Wir haben Ethernet, was noch mehr. Wir müssen noch Ethernet machen, was noch mehr Hacks braucht. Und es ist immer noch ein bisschen kaputt. Und das hat alles wunderbar funktioniert auf Linux 4.4. Und dann habe ich vor drei Tagen versucht, auf Linux 4.9 das alles zu laufen. Und dann ist alles wieder kaputt gegangen und DME ist auch kaputt gegangen. Und alle Treiber haben einfach ihre Hände hochgeworfen und was zum Teufel ist los? Okay. You know, the Aiolia looks like normally. So you have, also so sieht die Aiolia normal aus. It's an ARM socket. Es ist nicht ein Gerät, es ist ein eigenes kleines System. Es mappt 2 GB RAM auf die Register. Und der PC kann mit dem Register rumstehen. And then it has its own RAM. Es hat sein eigenes RAM und seinen eigenen Adressraum. Aber jetzt haben wir in der Mitte ein IOMMU, was wir für die Interrupts brauchen. Und dieses IOMMU tut seinen eigenen Address Space in die Aiolia und dann sagt es, okay, du kannst machen. Diese Adresse geht zu dieser Adresse. Aber Linux 4.4 hat das gemacht. Also es hat ein paar Adressen unten in der IOMMU gefunden und hat gesagt, Page 1 geht zu dem, Page 2 geht zu dem. Und er hat gesagt, das Gerät, du kannst jetzt zu diesen Pages mappen. Und dann geht das zu dem x86 rüber und das funktioniert. Aber jetzt zwischen 4.4 und 4.9 macht es jetzt das. Jetzt mappt es Pages von oben auf dem IOMMU-Raum und das funktioniert wunderbar für IOMMU, aber das funktioniert nicht für Aiolia, es mappt jetzt nicht mehr auf den RAM von der PC, sondern auf den RAM von Aiolia und das wird nicht funktionieren. Also die Aiolia implementiert 31-Bit DMA und nicht 32-Bit DMA und was soll das? Wieso ist das? Das ist einfach nur dumm. Und das Problem ist, es ist überall verteilt im Code im Linux und es funktioniert, aber es ist okay. Sehr schlimm. Okay, jetzt haben wir all die Geräte zum funktionieren können. So, jetzt überhaupt was komplett anderes. Wer ist dieser Charakter? Das ist Starsha. Und das ist scheinbar der Codename für den Grafikchip von der PS4. Aber naja, das ist einer von den Codenamen, weil scheinbar sind sie nicht darüber einig, wie der Codename heißt soll. Starsha ist es an einem Platz und dann ist es TBJ und dann ist es Liverpool. Also wir nennen es einfach Liverpool, damit wir uns nicht verwirren. Aber ja. Also was ist diese Grafikkarte? Also es ist eine AMD GCN Generation. Es ist ähnlich zu anderen Chips aus der gleichen Generation. Also es ist nicht irgendwas komplett spinnendes Neues. Aber es hat komische Sachen. Also wir haben Bonaire benutzt und das ist auch ein Chip, der für Linux schon implementiert ist. Und dann haben wir gesagt, mach einfach das, was du Bonaire machst, aber dann änder es ein bisschen ab. Also wie hacken wir jetzt die Treiber von AMD? Also AMD publiziert 3D Shader und die Command Code Documentation. Aber sie publizieren nicht all die Register Documentation für die GPU. Ja gut, wir haben ja den Code, der ist also die Dokumentation, aber der ist leider unvollständig und da gibt es eine ganze Menge magische Nummern.
Und es ist wirklich unangenehm, GPU-Treiber zu schreiben, indem man andere GPU-Treiber liest. Also was machen wir? Wir googeln's. Also hoffen wir einfach mal, Google findet's, weil Google weiß ja alles. Und naja, eine ganze Menge Sachen findet man irgendwo in einem Forum oder in irgendwelchen Code-Dumps. Und was wir gesucht haben, ist diesen komischen String hier, den RT8XX-GPU. Und es gibt 9 Ergebnisse. Und der zweite ist der hier, der heißt Token, Silicon. Das ist ein XML-File. Und das sieht so aus, als hätte er die Bonaire-Register-Dokumentation. Aber es ist kaputtes XML, es ist unvollständig, es hört einfach irgendwo auf. Aber was ist das hier? Und woher kommt das? Also suchen wir einfach mal ein bisschen mehr. Also Google, was weißt du über diese Webseite? Also zum Beispiel sowas whatthehellyes.txt und whatthehellno.txt und XML-Stylesheets. Und dann gibt es so ein Ding, das ist ganz unten, das heißt rai.grammar4.txt. Und es sieht so aus, als wäre es so eine BNF-Notation, Beschreibung für Syntax von so einem internen Registerdokumentationsfile. Es sieht so aus wie ein AMD-internes Format, aber es ist auf dieser Webseite. Okay, also wir haben diese beiden URLs, also /pragmatic/bonaire.xml und /pragmatic/rai/grammar4.txt. Also versuchen wir doch einfach mal pragmatic/bonaire Ah, und in der Tat, da haben wir was gefunden. Also, das ist eine vollständige oder fast vollständige Registerdokumentation für Bonaire mit Beschriftungen, Adressen, und das sieht aus, als wäre das irgendwie eigentlich AMD intern, und also dieses Zeug ist wirklich, wirklich hilfreich, denn jetzt wissen wir, was das Zeug alles bedeutet und was die Debug-Register tun und so weiter. Das heißt, ich habe einen kleinen Parser geschrieben für dieses Format, also das aus diesem Ding hier ein XML geschrieben hat, erst in PHP, und das hat nicht funktioniert, und dann hat er es nochmal in Python gemacht, und man kann jetzt also ein Register-Dump nehmen und kann das mit diesem mit dieser Dokumentation verbinden, und man kann Dumps diffen und so weiter. Und viele von diesen, also das ist total praktisch für alle, die AMD hacken, weil das über viele GPUs ähnlich ist. Und also das ist großartig. Und jetzt haben wir also ein paar Dokumentationen. Wie kommen wir jetzt zu einem Framebuffer? Also wir nutzen einfach HDMI, das ist ganz einfach, oder? Also wenn man die CPU fragt, dann hat er DisplayPort und HDMI. Also vielleicht ist es nicht angeschlossen, aber das passt schon. Und wenn man die GPU fragt, dann ist HDMI nicht connected, aber DisplayPort ist angeschlossen. Ja, die haben tatsächlich einen externen Encoder, der HDMI nach DisplayPort geht, weil es zu einfach ist, einfach ein Kabel von außen an den HDMI-Port zu legen. Und deswegen machen wir da zusätzlich noch einen Encoder, der von Protokoll A nach Protokoll B umwandelt, einfach weil. Okay, also es ist ein Panasonic DisplayPort nach HDMI-Konverter. Der braucht ein bisschen Konfiguration. Okay, also es hängt irgendwie an der GPU, I2C-Bus. Und AMD-Karten hatten auch früher schon Chips, die davor sind. Und der Code hat Support für das I2C-Interface. Ist also einfach. Ja, leider nicht. Also ICC. ICC ist ein RPC-Protokoll, das schickt Befehle an eine MCU, also man schreibt da eine Nachricht an eine spezielle Stelle im Speicher, und dann sagt man, hey, lies die Nachricht, und dann schreibt das die Antwort irgendwo zurück. Also wenn man das Ding an- und ausschaltet, dann
Also wir haben jetzt eine zusätzliche Abhängigkeit vom GPU-Treiber zu dem IOLA-Treiber an zwei verschiedenen Stellen und das ist alles ganz schrecklich durcheinander. Also I2C ist ein ganz einfaches Protokoll. Du liest ein Register, du schreibst ein Register. Nein, da machen wir jetzt noch eine Script-Engine dazu, die Bytecode liest, um I2C-Commands auszuführen. Warum? Warum? Naja, also weil ICC eben so langsam ist. Ja, weil es dann 2 Sekunden dauert, um HDMI hochzufahren. Okay. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich habe einfach keine Ahnung. Und übrigens, dieses Ding hier hat Befehle, mit denen man Skripte in einem Skript ausführen kann, die passieren, wenn bestimmte Events passieren. Also, yo, ich hab gehört, du magst Skripte, also habe ich Skripte gebaut, die du in deine Skripte tun kannst, damit du skripten kannst, während du skriptest. Okay, also wir haben Code geschrieben, wir brauchen also noch mehr Hacks. Die Memory-Bandbreiten-Berechnung ist kaputt. Also dieses ganze Zeug alles, aber wir kriegen am Ende einen Frame-Buffer. Okay. Und jetzt stellt sich raus, PS4 hat einen einzelnen großen Memory-Pool, die GPU und die CPU sich teilen. Und die CPU wirft einfach Dinge in den Arbeitsspeicher und sagt, hey, GPU, render das mal. Und das macht irgendwie Sinn, aber früher hatten GPUs hatten explizites Video-RAM. Und man kann das normalerweise in einem PC, kann man das im BIOS konfigurieren, um Video-RAM zu konfigurieren. Und das ist halt bei der PS4 auf 16 Megabyte eingestellt. Das ist die niedrigste Einstellung. Das reicht nicht mal für einen Frame im Frame-Buffer. Das heißt, wir müssen den Memory-Controller jetzt umkonfigurieren, um dass er 1 Gigabyte an das VRAM. Und was wir jetzt machen, ist, wir bauen also im Wesentlichen BIOS nach. Wir konfigurieren die Northbridge. Aber immerhin, es funktioniert und X startet. Okay, also jetzt können wir endlich 3D machen. Ja, nein, also GPU-Beschleunigung, also 3D-Beschleunigung funktioniert noch nicht wirklich. Also immerhin haben wir jetzt den X-Server gestartet, aber jetzt gucken wir uns halt mal die Radeon-GPU nochmal. Wenn man da mit malen will, dann schickt man ein Kommando und das funktioniert im Wesentlichen, indem man in so einen Ringbuffer Puffer schreibt. Und auf die Art und Weise kann man dann sagen, na gut, man schickt Dinge an die GPU und die macht es dann einfach, arbeitet es dann nach und nach ab. Und die GPU hat so einen Kommandoprozessor, der diese Befehle einliest. Und da gibt es also quasi einen zusätzlichen Befehlcode, der heißt F32 und darauf läuft eine spezielle Microcode-Firmware. Und am Ende sieht jede Funktion so aus, naja, also nimm dir diese Werte und mal irgendwas und dann geh wieder zurück zu diesem Ringpuffer. Also spring dahin, lies es und dann geh wieder zurück. Und so funktionieren GPUs ganz allgemein, aber bei Radeon ist es eben insbesondere so. Und jetzt sagt der Treiber, Ring 0 Test fehlgeschlagen. Okay, und was ist das für ein Test? Der schreibt ein Register und sagt dann der GPU, schreib mal diesen anderen Befehl in das Register und dann schaut er, ob tatsächlich dieser Wert in dem Register steht. Und dieser Schreibzugriff funktioniert halt nicht, aber aufgrund dieses RAI-Files, was wir vorhin gehabt haben, gibt es Testregister, die wir benutzen können. Und es stellt sich raus, der Command-Prozessor, also dieser Befehlsprozessor der GPU, wartet darauf, dass andere Dinge dastehen, aber die sind da nicht. Okay, und es stellt sich raus, dass die Header von den Paketen eine Größe -2 haben. Also ein Paket mit einer Größe von 2 hat also die Größe 0. Das heißt, sie haben noch zusätzlich ein
ein Wortbreite Null-Operation geschrieben, die hat die Größe minus 1. Und alter Microcode interpretiert das jetzt als riesengroßes Paket, nicht als minus 1. Und in einer anderen Familie haben wir genau dasselbe Problem auch gesehen. Und das haben wir also repariert und jetzt sagt der Ring-3-Test geht kaputt und das ist derselbe Test im Wesentlichen, nur dass es jetzt um SDMR geht, macht dasselbe, also er schreibt einen Wert hin und sagt hier, schreibt mal einen anderen Wert da hin und schaut dann, ob der Wert da jetzt drin steht. Und dieses Mal passiert der Schreibzugriff, aber es steht trotzdem Null drin. Also haben wir versucht, einfach zwei Schreibzugriffe gleichzeitig anzuweisen. Und was passiert ist, schreibt mal 1 auf diesen Wert und schreibt mal 1 auf den anderen Wert. Also es soll eigentlich Dead Beef schreiben, aber es schreibt nur 1 zum ersten Ziel. Und es sollte Dead Beef schreiben, aber es schreibt halt diese 1 noch. Und es schreibt sich raus, die haben in dem SDMA-Kommando-Parser einen Fehler, der einfach 4 Worte hinter das Wort schreibt, was er eigentlich sein sollte. Also versuch einfach mal, das hat Stunden gedauert, ja, versuch einfach mal 2 Kommandos, es schreibt 1, 1. Okay, also es schreibt 4 Worte zu weit hinten, aber nur in Ringpuffern. Und das ist gut, weil da können wir einfach außen rum schreiben, indem wir halt einfach ein Fill-Kommando benutzen, schreibt statt dem Schreibe-Kommando. Wie machen Sie diese Fehler überhaupt? Also, die GPU funktioniert aber immer noch nicht. Der Test funktioniert, aber wenn man versucht, was zu malen, dann kriegt man eine ganze Menge Page-Faults. Und es stellt sich raus, man kann von Kommandos in der CPU nicht in Register schreiben. Also man kann direkt von der CPU in den Register schreiben, aber man kann nicht der CPU sagen, bitte schreib in dieses Register. Also kann die GPU nicht den Speicher sehen, also ist alles kaputt. Linux benutzt es, FreeBSD nicht, deswegen sieht man es jetzt erst. Wir können direkt von der CPU Dinge schreiben. Wir vermuten, das hat was mit irgendeiner Art Firewalling zu tun, dass es irgendwie nicht mehr synchron ist. Das ist alles ziemlich hacky. Ich würde das gerne reparieren. Also vielleicht ist diese Firewall irgendwo in der Firmware, aber die Firmware ist halt proprietär und undokumentiert. Also was ist das für ein Ding? Ja, es ist undokumentiert, es braucht Microcode. Also nehmen wir mal die Blobs von FreeBSD, das heißt, wir müssen die nicht mit ausliefern. Und jetzt gucken wir mal tiefer rein in diese Blobs. Also, was machen wir? Wir probieren einfach mal eine Instruktion aus und gucken mal, was das gemacht hat. Und wir haben F32-Firmware, die genau das macht, also die einfach aus einem bestimmten Zustand startet, dann Befehl ausführt und dann die Register wieder zurücksetzt und das systematisch ausführt. Also wir haben F32-DIS geschrieben, das ist ein Disassembler für diesen F32-GPU-Microcode. Also das kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr ARM-Assembly lesen könnt. Und das kann also tatsächlich alle Instruktionen in Liverpool und Bonaire rekonstruieren. Das ist, soweit ich weiß, noch nie gemacht worden vorher. Und das ist das erste Mal, dass ich das erwähne. Also AMD und Intel-Kernel-Entwickler sind normalerweise die einzigen, die dieses Wissen haben. Also ihr könnt diese Desktop-GPUs auch damit disassemblieren und das kann also auch interessant sein für GPU-Dinge, die nicht auf der PS4 passieren. Und es stellt sich raus, dass Registerblockieren passiert nicht in der Firmware, also es scheint bei einem bestimmten Fällen einfach in der Hardware aufzutreten. Ich habe versucht, da außen rum zu arbeiten und ich habe versucht, einfach ein paar einzelne Werte zu setzen von der anderen CPU und dann, also von der anderen GPU und dann zu hoffen, ich kriege da irgendwie magische Werte, bei denen es dann funktioniert, aber ich habe nichts gefunden. Also wie gesagt, das funktioniert mit diesem CPU-Write-Workaround, den ich vorher besprochen habe. Immerhin kriegen wir 3D, aber naja, also hübsch ist es nicht. Also was funktioniert? Wir haben Interrupts, Timer, die wichtigen Dinge, die wir brauchen, damit überhaupt ein Betriebssystem läuft, wir haben einen seriellen Port, wir können es runterfahren und neu booten und das klingt lustig, aber das benutzt ICC, also da ist interessanter Code mit drin.
Also es ist erst seit 4 Stunden, weil es war auch ein bisschen doof, immer den Stecker ziehen zu müssen. Also der Stromknopf funktioniert, USB funktioniert, es fehlt, also es ist tatsächlich ganz witzige Story, weil es hat irgendwie, also irgendjemand hat von der USB Not Working Branch Dinge geholt und plötzlich hat es funktioniert, also haben wir es wohl bei irgendwas anderem repariert, obwohl wir es gar nicht reparieren wollten. Und DVD funktioniert. Ich habe 20 Minuten gebraucht, im Hackcenter jemanden mit einer DVD zu finden. Scheinbar bin ich aus der Vergangenheit, weil ich noch DVDs benutze. WLAN funktioniert, Ethernet funktioniert, aber halt nicht bei Gigabit-Geschwindigkeit. Framebuffer funktioniert. 3D funktioniert mit diesem hässlichen Registerschreib-Zugriffshack und SPDIF Audio funktioniert, also das ist ganz gut. HDMI Audio funktioniert nicht. Das liegt daran, dass Audio überhaupt noch ziemlich hässlich ist. Das funktioniert erst seit sehr kurzem und ich habe den Encoder noch nicht fertig geschrieben. Und die Echtzeituhr funktioniert nicht. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist einfach, weil eine Uhr irgendwie ein einfaches Gerät ist, ist sehr kompliziert von Sony implementiert. Das heißt, statt dass man einfach sagt, man liest oder schreibt die Uhrzeit auf der, in der Uhr, speichert man tatsächlich, also man kann die Uhr nicht schreiben, sondern man kann nur sagen, es gibt einen Unterschied zur Uhr, die quasi aktuell gesetzt ist und möglicherweise ist es auch noch an einer bestimmten Speicheradresse, die wir nicht gefunden haben. Möglicherweise ist es auch irgendwie verschlüsselt, also dass die Uhr tatsächlich die richtige Uhrzeit anzeigt, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und wir haben Blinkenlights, das ist natürlich auch sehr wichtig. Also, der Code. Man kann den PS4-Exe-Code auf dem GitHub bekommen. Und das hat dann auch die Hardware-Konfiguration und den Bootloader Linux. Du kannst die PS4-Linux-Branch herunterladen. Basiert auf 4.9, was die letzte offizielle Version von Linux ist. Du kannst den Radeon Patch bekommen von uns. Das ist eine User Space Library Patch. And the RAI LF32 this thing I mentioned, you can get Radeon tools. You can the Radeon tools bekommen. At GitHub repo. I just pushed that right auf before the talk. GitHub, so if you're interested, there you go. And if you're going to get the RAI file, you know, you probably want to run before the guys at that website realize it really should take that down. Und ihr könnt solltet das File wahrscheinlich runterladen und mal laufen lassen, bevor die Radeon-Leute das runternehmen. Also das war's. Linux running on the PS4. Und das war die ganze Geschichte, wie wir Linux auf der PlayStation 4 zum Laufen gebracht haben. Und ihr könnt uns erreichen auf der Webseite Failoverflow oder auf Twitter. Failoverflow. Dankeschön. So, I hope that wasn't too fast. Sorry, I had to rush through my 89 slides. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Ich musste mich beeilen, um meine 89 Slides zu kommen. Ich wollte eine Demo. Naja, das war ja eigentlich alles Demo, oder? Aber wir können was anderes versuchen. Also vielleicht gehen wir hier mal aus der Präsentation raus. This is really not meant as a mouse. That's not the right button. Come on. Das ist nicht für die Maus gedacht. Yeah, I think it is. Close, maybe. Yes. Schließen. So we have this little icon here. I wonder what happens if it works. Wir haben dieses kleine Icon hier. Mal sehen, was passiert, wenn ich darauf klicke. Ich will noch kurz schauen, ob WLAN funktioniert. Wenn wir kein WLAN haben, dann wird das hier nicht richtig funktionieren. Update 8, right? Yeah, we have internet access. Okay, Wi-Fi. Also wir haben WLAN. Okay. Also probieren wir es. Was passiert, wenn wir das machen? Wenn wir das klicken? It takes a while to load. This es dauert ein bisschen, bis es lädt. Oh. Also wenn ich weiß, was gerade passiert ist, er hat Steam gestartet. The CPUs on this thing are a little bit slow. Also die CPUs auf diesem Ding sind ein bisschen langsam, aber schaut euch das an. Now it's a real game console. Also jetzt ist eine wirkliche Game-Konsole. Also das war jetzt Steam OS, was er gestartet hat, glaube ich. This is
There we go. Okay. Also, hier haben wir es. So, yeah, I think we can probably take some Q&A because this is a little also, wir können bit ein paar slow, Fragen nehmen. To load, but we can try a game, es dauert eine Weile, bis das hier lädt. Wir können vielleicht ein Game laden, aber indessen können wir ein paar Fragen beantworten. I think there will be some questions. So, shall we start with one from the internet? Sollen wir mit einer Frage vom Internet anfangen? Okay. The internet wants to know if, the internet würde gerne wissen, well, most of your research will be published or if ob deine Nachforschungen publiziert werden oder privat bleiben. Ja, also das Publizieren ist den Code, den ich gerade beschrieben habe, der auf GitHub ist. All die Treiber, die wir geschrieben haben und der ganze Code, der ist alles auf GitHub. Wenn ihr wirklich wollt, dann kann ich ein paar Wikipages darüber schreiben, aber das Interessante daran ist wahrscheinlich diese Webseite, die ihr von der AMD, über die AMD-Grafikkarte gefunden hat. Wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt über irgendein gewisses Gerät oder irgendwelche Details, dann könnt ihr mich einfach fragen. Es wäre nett, wenn wir ein paar Dokumentationen schreiben würden, aber der Code, den wir auf GitHub haben, ist ziemlich sauber und okay, das so sollte reichen für euch. Guys, if you have questions, you see the microphones over here, just pile up. Wenn ihr Fragen habt, dann geht bitte zu den Mikrofonen. Just a small question. Nur eine kleine Frage. How likely is it that you upstream some of that stuff? Wie wahrscheinlich ist es, dass du einiges von diesem Zeug in den Linux-Kernel reinbekommst? Also es gibt zwei Seiten zu diesem Sachen. Also das eine Problem ist, dass ein Teil von dem Code ein paar richtig schlimme Hacks drin hat. Also wir würden es gerne upstream. Wir müssen es wirklich hinsetzen und das tun. Ich glaube, dass meiste von diesem Custom x86 Code und den Treibern und den Interrupt-Hacks okay ist. Also es ist wahrscheinlich nicht besonders schlimm. Das Radeon-Zeug ist ein bisschen fishy wegen dem Encoding-Zeug. AMD-Treiber-Entwickler, die für AMD arbeiten, wollen nichts damit zu tun haben. They can't really stop us from upstreaming. Sie können uns nicht wirklich daran hindern, etwas upstream in den Linux-Kernel zu bringen. Also solange wir das ganze Code, den ganzen Code in den Zustand bekommen, wo es machbar ist, könnte es funktionieren. Also wenn, dann geht der nicht Grafikkarten, geht das nicht Grafikkartenzeug zuerst in den Upstream. Und wenn wir jederzeit Zeit haben. Mikrofon 1, bitte. I should implore you to try and find Trouble Hudson and cajole him into using your FreeBSD KExec implementation in heads instead of having to run all of Linux in it. Also ich denke, du solltest wirklich den Entwickler von heads suchen, der den PS4 KExec benutzt für heads dann statt Linux. Aber das war eigentlich nur ein Witz. Also, folgendes, ich benutze Gentoo auf meiner Hauptmaschine, auf fast allen Maschinen, die mir wichtig sind, benutze ich Gentoo. Aber der Grund, warum ich Gentoo benutze, ist zum einen, ich mag das und ich benutze es und es ist halt super einfach, Patches in Gentoo mit reinzubringen. Man nimmt einfach die Patch-Files, legt sie in die Ports, in das Ports-Verzeichnis und dann hat man das Paket schon fertig. Und es ist halt super einfach, Gentoo zu patchen. Das ist halt einer der Hauptgründe. Number 3, please. Nummer 3. Will there be new exploits, new way to boot Linux on? Werden da noch weitere Exploits sein, noch mehr Wege, Linux auf der PS4 zu bieten? Weil nur ein Hack in der x86 zu finden ist schwer. Also das war nur 4.5. Aber unser Ziel ist es, zu fokussen auf die Story von dem 4. Also der Grund, warum wir den Exploit nicht veröffentlichen oder warum wir uns in der Exploit-Szene nicht breit machen wollen, es ist ganz viel Drama und es ist nicht so viel Code. Es ist, also wir wissen eine ganze Menge Leute, dass die auf verschiedenen Firmware das Zeug rekonstruiert haben. Also wir müssen da nicht den Exploit anbieten und wir wollen da einfach auch nicht mit anfangen, denn das ist einfach immer nur Drama und das wissen wir schon. Also deswegen, also macht's einfach selber bitte dieses Mal. And what is the internet saying?
Und die Frage geht nochmal ans Internet. Was macht das Internet? Und das Internet möchte wissen, habt ihr jemals Spaß gehabt mit dem BSD, als auf dem zweiten Prozessor läuft? Und das ist eine gute Frage. Also ich selber habe das wohl mal gemacht, aber ich weiß nicht, ob sonst mal jemand gemacht hat. Also es gibt ein Kommando, mit dem man da in FreeBSD reinkommt und man kann da sicher viel Spaß damit haben, aber wir haben da nicht wirklich viel damit gemacht. Und jetzt geht's zum Mikro 5. Ich frage mich, kann man das auch an die PS4 VR-Edition anwenden, also diese neue? Habt ihr das mal getestet? Also es gibt eine... Die PS4 Pro, also Linux bootet auch auf der PS4 Pro, aber die GPU funktioniert nicht und wir hätten gerne, dass wir das auch also wir möchten das gerne portieren, aber es ist wahrscheinlich nicht sehr schwierig, aber... Also wie ihr sehen könnt, funktioniert 3D. Also man muss in dem Spiel hoch und runter gucken scheinbar. Ja, nochmal eine Frage von Mikro 3. Ich würde gerne wissen, ob ihr das auch, also die Radeon-Patches auch auf die neuen AMD-GPUs übertragen wollt, denn AMD unterstützt jetzt auch die andere GPUs. Ja, also der Versuch war ursprünglich, das auf Radeon-GPUs zu übertragen. Und sie haben das experimentell unterstützt und angeblich sollte das auch funktionieren. Ich würde das auch gerne auf AMD-GPUs übertragen. Also nicht, dass wir das schon hätten, aber wenn wir es aufgeräumt haben, den Code, und wissen, wo alle die Schalter sind, dann würden wir das gerne portieren, aber neuere Generationen, da könnte möglicherweise noch zusätzliche Probleme auftreten. Okay, nochmal eine Frage aus dem Internet. Also, vor einem Jahr hast du diskutiert mit jemandem auf Twitter, dass es kein PC ist, und jetzt sagst du, es ist so ein Stück weit einer, was ist da los? Und naja, mein Grund ist, es ist kein IBM-PC-kompatibles Gerät. Es ist ein x86-Gerät, das zufällig auch irgendwie strukturiert ist wie ein aktueller PC. Aber wenn man sich die Details anschaut, dann ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man da auf, wir mussten da tatsächlich auf Linux diese Subarchitektur definieren. Also es ist x86, aber kein PC. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Also viele Sachen sind x86, aber eben kein PC. Also die Chance ist groß, dass ihr bei eurem PC zu Hause eine x86-CPU habt. Okay, also letzte Frage aus dem Internet. Und die Frage ist... ob es irgendwie Verschlüsselung notwendig, Entschlüsselung notwendig war. Nein. Man exploitiert es und man landet dann im User-Mode und dann macht man Exploit und dann landet man im Kernel-Mode. Also es gibt keine Sicherheitsfeatures, die dich davon abhalten, das auszuführen. Also es gibt natürlich die Sandbox in FreeBSD, aber die kann man einfach umgehen. Es gibt keinen Hypervisor, kein Monitoring, der irgendwie dafür sorgt, oh, dieser Code sollte da gar nicht laufen. Keine Integritätschecks. Es gibt eine Sicherheitsarchitektur, aber wie das üblich ist für Sony, kann man einfach außenrum gehen. Also die PS3 war besonders, weil dieser Jailbreak war im Wesentlichen ein Piracy-Device. Und die benutzten einen Exploit im Kernel, und nur im Kernel, um dann Piracy zu ermöglichen, also Raubkopien. Und der einzige Grund, um es zu machen, ist tatsächlich, um Raubkopien zu ermöglichen. Und das interessiert mich nicht. Aber es stellt sich halt raus, dass Sony einfach von Sicherheitsarchitektur keine Ahnung hat. Okay, und das wär's. Ganz herzlichen Dank. Damit ist der Talk zu Ende. Aus der Übersetzungskabine verabschieden sich Tribut und...